Man hat halt gesehen bei den vier Preisträgern, dass die sind jeder für sich genommen so wichtig und so geniale kulturelle Einrichtungen. Und als Bundespolitiker interessiert mich das immer, die Kultur auch, wo es abseits der Metropolen stattfindet, wo es auch Ideen sind, die ein bisschen anders sind, als die man schon kennt. Also gerade das Plug and Play, das finde ich super. Und mir natürlich als Niederbayern hat es sehr gefreut, dass das Boogaloo in Pfarrkirchen die Auszeichnung gekriegt hat. Gerade jetzt als Statement, wo es wahrscheinlich zu Ende geht, man merkt dann, dass die Kultureinrichtungen am Land, gerade vor allem am Land, die sind zarte Pflänzchen, die muss man hegen und pflegen, weil es ist ja so, wenn die weg sind, da einen Neustart zu machen, das ist schwierig und wir müssen natürlich alles dagegen tun, dass dann Öde und Wildnis zurückbleibt, sondern die Sachen, die, wenn sie einmal gewachsen sind, muss man sie erhalten und da ist das Boogaloo ein Riesenbeispiel dafür. Also ich würde mich jetzt gerne auch mal bei der Boogaloo Action Crew persönlich bedanken und bei unseren Gästen. Das Boogaloo, das darf einfach nicht sterben, weil wir einfach Anlaufstelle sind für jegliche Kulturen, Subkulturen, Jugendkulturen. Das darf einfach nicht sterben. Ja, wir von der Wanderbühne freuen uns sehr über die Auszeichnung und auch über den Nachmittag, den wir jetzt hier verbringen durften. War ein schöner Nachmittag, interessante Projekte, die vorgestellt werden und es ist schön zu sehen, was wo überall in Bayern funktioniert, was schon alles läuft und dass doch nicht alles schlecht ist. Ne? Ich bin sehr dankbar für den Preis, den es dieses Jahr zum ersten Mal gibt, ausgerechnet für Inklusion, weil tatsächlich viele Leute unsere Plug-in Beats Party nicht unbedingt als inklusives Projekt verstehen. Es ist es aber genau, weil Inklusion bedeutet ja, dass man auf Menschen, die Hemmschwellen haben, den zugeht und den Zugang zu zum Beispiel Veranstaltungen erleichtert. Und es gilt eben nicht nur für Menschen mit Handicaps, sondern zum Beispiel auch für Menschen mit Fluchthintergrund. Das gewürdigt bekommen ist eine schöne Sache. Zum einen und zum anderen hoffe ich auch, dass es nochmal viele Menschen auf die Party aufmerksam macht, weil die ist wirklich lustig und man hört so viele verschiedene Sounds wie sonst nirgendwo. Ich freue mich total, dass ich heute das Modularfestival in Augsburg auszeichnen durfte als Popkulturbeauftragte der Stadt Augsburg. Das Modularfestival ist ausgezeichnet worden in der Kategorie Nachhaltigkeit. Das Modular gibt es seit 10 Jahren. Ich hoffe, es gibt es noch viele weitere Jahre mehr. Und deswegen auch nochmal auf diesem Wege herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wenn die Preisverleihung eins gezeigt hat, ist, dass es wichtig ist, Raum zu schaffen, sowohl für diejenigen, die Kultur schaffen, finde ich die Politik in der Verantwortung. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, einen Raum zu schaffen für alle jungen Menschen, für alle Menschen, die Kultur erleben wollen, die Kultur konsumieren wollen, dass die Möglichkeit haben, Kultur erleben zu können. Wir haben jetzt 4 neue Kategorien beim Bayerischen Popkulturpreis. 4 Kategorien, die auch unterstreichen, wie vielfältig Popkulturarbeit in Bayern ist. Und die Preisträger, die wir jetzt für 2018 nominiert und ausgezeichnet haben, unterstreichen ein Vielfaches dessen, was es gilt zu fördern, was förderfähig ist auf kommunaler Ebene, auf bezirklicher Ebene, auf Landesebene. Und wir hatten, glaube ich, 45 oder 46 Nominierungen, von denen 95% genauso förderfähig gewesen wären und auszeichnungswürdig. Und ich freue mich darauf, dass wir auf diese Ressource die nächsten Jahre zugreifen können. Denke aber, dass es sicherlich auch Unterstützung bedarf aus landespolitischer Ebene, aus vielfacher anderer Ebene, um uns und unsere Projekte am Start und am Leben zu erhalten, damit es weiterhin zum popkulturellen Erlebnis in Bayern zählen kann.